Am vergangenen Sonntag gab es wieder das beliebte Oldtimer-Treffen, ausgerichtet vom Oldtimer-Club Wurmerl. Auch das Wetter zeigte sich von seiner schönsten Seite und mit 390 Oldtimern gab es wieder neuen Teilnehmerrekord. Wie bist du mit dem Oldtimer-Treffen heute zufrieden? Wie so sich ist ja das ein Hammer? Ja, wenn man da nicht zufrieden ist, dann kann man nicht mehr zufrieden sein. Ich sage immer so, das war halt eine Herausforderung, weil ich gesehen habe, dass am 9. schon ca. 250 Fahrzeuge da waren. Das war für mich sensationell und ich habe wieder gesehen, für die Kennzeichen von weit und breit, von jedem Bundesland sind sie da, sogar von Berlin. Das ist ein Wahnsinn, sage ich. Und, gut, ich habe schon Werbung angemacht und geschaut. Man muss halt dort und dort hinfahren, dass die Leute auch zurückkommen, aber es passt schon. Ich bin sehr zufrieden, Wetter passt, die Helferlein passen, es passt alles, es hat alles so gut zusammen. Und auch die Oldtimer-Mitglieder, es sind sehr viele Gruppen da und das gefällt einem einfach. Und natürlich gute Sponsoren hast du auch, die will man nicht aufzählen, aber gesamt vielleicht ein Danke an die Sponsoren. Für die Sponsoren, ohne Sponsoren kann ich das überhaupt nicht, gell? Ich muss ehrlich sagen, ich habe wieder sicher an die 30 bis 40 Sponsoren, die mich da unterstützen und das überhaupt so ein Fest organisieren oder überhaupt durchsetzen kann. Aber schauen wir mal, es wird bis am Morgen passen. Ich bin schon neugierig, wenn dann die Vespa gewonnen wird. Da will ich noch ein kleines Interview geben und dann wird es passen. Treffpunkt war wieder beim Mediamarkt St. Lorenzen. Da konnten sich die alten Fahrzeuge von den vielen Besuchern bestaunen lassen. Mit viel Stolz wurden die Oldies präsentiert und zeigten sich von ihrer glänzendsten Seite. Und los geht's! Die 11-jährige Lorena Glückers-Kapfenberg spielte ein Ständchen. Anschließend ging es zur Ausfahrt auf die Festwiese nach Paschlug. Da gab es wieder ein tolles Rahmenprogramm, musikalisch umrahmt von Sens und seinen Freunden aus Anger. Eine Musik ohne Verstärker, ohne Anlage, aber mit dennoch viel Schwung. Ja, der Patrick ist extra zu diesem Oldtimer-Treffen aus Berlin angereist. Mit was bist du heute da? Ich bin heute mit dem blauen Käfer da. Mit dem blauen Käfer? Ich glaube, das ist ein 1200er, aber er hat ein bisschen größere Werte, ist ein bisschen auffrisiert, glaube ich. Gell? Genau, genau. Original war es ein 1200er, jetzt ist es ein bisschen größer, ein bisschen viel mehr Leistung. Baujahr? Baujahr 62. Und wie lange hast du denn im Besitz? Im Besitz ist er jetzt seit 4 Jahren, knapp über 4 Jahre. Und restauriert vor auch knapp 4 Jahren. Ein halbes Jahr hat die Restauration gedauert. Von August bis Mai ungefähr. Und seitdem fährt er. Ja, und die Julia ist auch aus Berlin gekommen. Wie gefällt's dir da? Super. Einwandfrei. Bist du öfter bei Oldtimer-Treffen dabei? Ja, wir sind regelmäßig auf Oldtimer-Treffen. Und auch auf schönen großen Hamburg oben und so bei uns da die Ecke. Aber das ist auch sehr, sehr schön hier. Mit der Kulisse super. Ja, der Peter Hofbauer aus Kapfenberg ist mit einem tollen Fahrzeug angereist und passt genau zur Jahreszeit und beim heutigen Wetter zum Oldtimer-Treffen. Ja, sowieso, weil du musst ausfahren. Und überhaupt ein Wurmerl, da musst du dabei sein. Du hast halt einen tollen alten Traktor da mit beim Oldtimer-Treffen. Was ist das für ein Stickel? Das ist ein Massey Ferguson DEF 28. Der ist ein 55er Baujahr und hat 28 PS. Und so ist er eigentlich komplett original. Die Traktor- und Oldtimer-Freunde Stückelschweiger aus Trofeiach sind heute mit einer starken Abordnung da. Ja, wir sind bis auf 3 sind alle gekommen. 3 sind ausgefallen. Einer ist bei der letzten Ausfahrt kaputt geworden. Der wird erst fertig. 2 sind Urlaub, kein Mensch da wie immer. Aber der Rest ist da. Für die Traktor, die ganzen Schnauzen, was da oben steht, mit Holzgaser, mit allem drum und dran. Wir kommen jahrelang zu ihm rein. Und es ist immer schön bei ihm. Ja, du hast da ein uriges Fahrzeug da, einen kleinen Laster, ganz einen alten, schaut aber aus wie neu. Was ist das? Das ist ein Ford V8 mit Holzgasanlage, Baujahr 1937. Wie seid ihr zu dem Fahrzeug gekommen? Ja, das ist eine wilde Geschichte, weil das Auto ist am steirischen Erzberg auf dem Schrotthaufen gestanden. Und
der Franz Leitner, das ist der Senior-Chef der Firma Leitner in der Feier, der hat das Auto gefunden und dann haben wir es restauriert, von Grund auf. Sowas habe ich in Österreich ja noch gar nicht gesehen. Ich glaube, da laufen auch nicht viele Modelle solche. He? Ja, was wir so wissen von der Szene, es gibt ein Auto in München im Museum, aber das ist leider nicht vorbereitet. Und angeblich ist unser Land. Das Leben ist ein Spiel oder Spiel ist das Leben. Hunderte Möglichkeiten von Spielen, sie auszuprobieren, sie aktiv auch mit einzubeziehen, gibt es in Bruck an der Mur beim Spielefest. Etwas, das es nur in Bruck an der Mur gibt, findet hier am Ufer der Mur, der nach Süden fließenden Mur statt. Was ist das eigentlich genau? Wir veranstalten das erste Mal in Bruck an der Mur ein Spielefestival. Das ist das zweite Mal jetzt, am 14. Juli das erste Mal, 18. August das zweite Mal. Wir wollen die Botschaft überbringen, dass Bruck spielen sollen, also Brettspielen von jung bis alt. Also wir haben über 200 verschiedene Spiele ausgestellt, wo die Leute herkommen können, spielen können, probieren können, testen können. Von Tipkick über DKT, Monopoly, die Spielefreunde Österreich, was ich gegründet habe, sind ehrenamtliche Leute, die was mithelfen, diese Spiele auch zu erklären, Regelwerk. Und hier kann man wirklich spielen von jung bis alt. Also wir haben ganz tolle Spiele für zum Beispiel Bioblock-Bausteine, wo die Kinder Türme bauen können. Sie bekommen dafür Urkunden und Preise. Tipkick, wie gesagt, bis zu den Strategiespielen. Und Spielen hat auch noch einen anderen Vorteil. Man lernt auch für das Leben verlieren. Thank you.